Guten Morgen. Lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu, komme ich nach dir und ich danke dir für deine Leben, ich danke dir für deine Güte, ich danke dir für diesen neuen Tag und ich bete, Herr, dass du uns redest, macht wie doch dein Wort verstohlen, ja, fand's ein gehorsames Wort. Herr, halt, dass wir immer reit sind, deinen Wille zu tun, im Namen Jesu. Amen. Eine von der ganz wichtigsten Sachen, was wir im Leben brauchen, ist eine tiefe Gemeinschaft mit Gott. Gott kennenlernen durch im Gebet und durch im Wort Gottes. Wir können Mensch Gott gehorchen, wenn er das Wort nicht kennt. Und das ist ein von den geratsten Problemen von diesem Tag, dass die Menschen sich nicht Zeit nehmen für die Bibel und dass die Bibel nicht kennen. Die wissen nicht mal, was Gott uns versprochen hat. Die wissen nicht, was Gott von uns verlangt. Die meisten Menschen wissen das nicht. Und die meisten Christen wissen das nicht mehr. Zeichen Vers 7 von Kapitel 17. In seinem dritten Regierungsjahr beschloss Josaphat, alle Bewohner Judas im Gesetzbuch des Herrn unterrichten zu lassen. Seit läuft das, was sei erwischt. Ich werde mal alle ganzen Wascherimt. In das Volk trägt Gott gebracht. Aber nun muss man den auch nach den Wasch mit Gott lehren. Und dort musst du die Wut Gottes Channel lehren. Die eine von den wichtigsten Arbeiten, die Josaphat mit Judah getan hat, ist den im Wut Gottes unterrichten. Er schickt seine Beamte, er schickt die Leviten, Priester von Stadt zu Stadt. Und er musste das Wut unterrichten. Diese Männer zogen im Gebiet Judas von Staat zu Staat. Sie hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und unterrichteten das Volk. Ich glaube, das ist, was wir mit uns anfangen. Tüs mit unserer Familie, mit unseren Kindern. Wie macht unsere Kinder beten lernen? Wie macht unsere Kinder dazu führen, dass sie Gott aus ihrem persönlichen Gott kennen lernen? In dem ein Wort unterwiesen. Wenn wir das tun wollen, dann wollen unsere Kinder keine Grenze mit Gott können. Die meisten vernachlässigen diesen Teil. Die meisten schätzen denen viel Schulden, dass sie nicht schlecht. Aber wenn wir den nicht gelernt haben, Gott kennen, dann haben wir das Wichtigste vermisst. Das heißt, der Herr sorgte dafür, dass alle Königreiche rings um Juda große Angst vor Josaphat bekamen. Kein König wagte es ihm, den Krieg zu erklären. Also Gott bewahrt dafür, das heißt, der Herr sorgte dafür, dass Josaphat Frieden hat und dass er sein Volk konnte Wut unterrichten, dass er gerötet ansehen hat, er half ihm. Das heißt, die Philister zahlten ihm regelmäßig selber als Tribut und die Araber brachten ihm 770 Schafböcke und 7700 Ziegenböcke. So konnte Josaphat seine Macht immer weiter ausbreiten. Also Gott hat das allein. Gott stand am die, wenn es hei Gott gehorcht. Also für mich ist das ein Sünde. Sei ein wichtiges Konzept, was wir von da lernen. Dass wir uns falsch und das fängt bei unserer Familie an. Wörtlich, das Wort kennen lernen. Dass wir das Wort unterrichten. Und wenn wir ein Fundament haben, der Bibel, das Wort Gottes ist unser Fundament. Das Gebet ist unser Fundament. Dort sind die zwei Sachen, was wir in jeder Mathe beibringen. In unserem Volk, in unserer Familie. Und wir machen uns daran kämmern, dass jeder einer Gott aus seinem persönlichen Gott kennenlernt. Herr, ich danke dir für das Wort und ich bitte, help uns, dass wir das auch anwenden. Help, dass wir das als eine Priorität haben. In unserer Familie, mit unseren Kindern, Herr, und mit unseren Menschen, die dich bei uns sind, Herr. Dass wir wirklich dein Wort wieder sein. Als ein Fundament vom Leben, Herr. Auch in unserer Gemeinschaft, dass man war da trägt der Bibel jetzt, Herr. Dass man nicht so viel Zeit mit leichten Sachen verbringt, Herr. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.